Wir sind eine Frühchenintensivstation, das heißt, wir sind Perinatalzentrum Level 1 und dürfen Kinder unter 1500 Gramm Geburtsgewicht versorgen. Wenn die Eltern unserer Patienten hier über Monate auf der Station sind, dann ist das natürlich eine emotionale Achterbahnfahrt. Das heißt, es gibt gute Tage bei den Kindern, es gibt schlechte Tage bei den Kindern. In der normalen Krankenhausfinanzierung sind leider keine Extras enthalten. Ich würde mir aber Extras für die Eltern und Geschwisterkinder auf der Frühchenintensivstation wünschen. Wir bekommen einen ganz hervorragenden Klinikneubau in Harlaching in der München Klinik. Und die Ausstattung wird technisch und räumlich ganz hervorragend sein. Für die kranken Kinder brauchen wir ein bisschen mehr. Die kranken Kinder, die aus ihrer Atmosphäre von zu Hause herausgenommen werden, auch wenn sie nur wenige Tage im Krankenhaus und krank sind, sind doch sehr belastet. Und für diese Patienten brauchen wir das Extra, das ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich macht. Die Psyche bei unseren Patienten spielt natürlich eine große Rolle. Und fern von der Medizin, die wir treiben, ist es für die Patienten wichtig, dass sie sich austauschen können, dass sie miteinander auch über ihre Krankheit manchmal reden können. Manchmal machen sie das natürlich viel lieber mit Gleichaltrigen als mit ihren Eltern oder mit Krankenhauspersonal, sodass ein Rückzugsort für unsere Teenager-Patienten natürlich essentiell ist. Und die brauchen einen Platz, wo sie eben gemeinsam alleine sein können.